Ah, volle Energie. Welcome, sehr schön. Silas. Wow. Wow. Boah, die hat sich. Oh, die hat sich aber auch richtig. Oder ist das ein Typ? Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum dritten Part von The Station hier auf meinem Kanal. Begrüße ich euch ganz herzlich gerade noch einmal zu dieser kleinen Preview. Und ja, ich habe gesehen, dass die letzten zwei Parts relativ gut angekommen sind, habe echt nette Kommentare gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, das Spiel macht mir ja relativ viel Spaß, machen wir das doch gerade mal noch ein bisschen weiter, ne? Gut, wir sind stehen geblieben hier bei dem Roboter, der uns das letzte Mal zu Tode fast erschreckt hat. Und da hat einer gerade vor Schrecken Kaffee fallen lassen. Guck hier. Gut. Und dann müssen wir auch gerade mal gucken, wie es hier weitergeht auf der Station. Ich bin gerade am Überlegen, ob es hier gerade noch irgendwelche Informationen gibt, die uns gerade weiterhelfen. Schauen wir nochmal kurz unsere Aufträge an. Ah ja, genau. Den Aiden haben wir das letzte Mal gefunden. Der ist uns ja von der Decke gefallen. Und wir haben noch Silas müssen wir noch finden und Mila müssen wir noch finden. Und wir brauchen von der Sila das Sicherheitsarmband. Damit wir durch die Türen reinkommen. Das letzte Mal haben wir noch dieses Rätsel mit den Energiezellen gelöst. Ich will mich aber gerade noch ein bisschen umschauen hier, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, das wäre eigentlich alles gewesen. Ja, gehen wir mal weiter. Oh. Ah, Silas Room. Ah, volle Energie. Sehr schön. Wow. Wow. Boah, die hat sich. Oh, die hat sich aber auch richtig. Oder ist das ein Typ? Der. Ja, das wird wahrscheinlich ein Typ sein. Tut mir leid. Der hat sich da ganz schön gemütlich gemacht hier drin, ne? Scheint anscheinend ein Bücherwurm zu sein. Oh, guckt euch das mal an. When I was young, a close friend of mine died. Even at his funeral, I couldn't process his death. I can't help feeling like I'm at another funeral, one where we haven't yet found the body. Was haben wir hier? Ich denke, der wird mal nichts dagegen haben, dass wir das einfach auf den Boden werfen hier. Okay. Ansonsten eine kleine Minibar. Ach, das sind kleine Becher. Ich dachte erst, das sind Aschenbecher, aber das sind wahrscheinlich so Art, ja. Cocktailgläser oder so. Okay. Mal gucken, ob hier irgendwo sein Armband rumliegt. Können wir die Kiste aufmachen? Nee, das nicht. Was haben wir hier noch? Ist das ein Wolf? Das sieht aus wie so ein Wolfskopf in der Art oder so. Hier eine primäre Spezies. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir die Aliens, die wir vorhin auf dem Plakat gesehen haben, ob wir die auch wirklich hier sehen. Also ob wir denen begegnen. Weil die sahen schon echt mega krass aus. Oh, können wir durch das Fernrohr gucken? Nee, das geht nicht. Das sind so Sternkonstellationen, oder? Also der scheint relativ gebildet zu sein hier, der Silas. Okay. Gut, gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Oh, scheiße. Okay, ich muss mal kurz überlegen, wie man den, wie man das hier öffnet. Nie. Okay, meine Leute, ich habe jetzt, noch mal ein bisschen nachgeguckt und, wie es aussieht, ist das Rätsel, dass ich ernsthaft jetzt hier eines der Bücher finden musste. Hier sind ja auch diese Schriftzeichen sind hier an der Seite dran. Und es könnte sein, dass das richtige Buch gerade hier ist. Ich weiß es nicht genau, aber mal gucken. Weil hier steht ja auch drauf, ganz unten Revolution, bla bla bla. Warte, ich gucke jetzt mal nach. Okay, wo haben wir es? Oh, komm. Oh. So, 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 so. Keine Ahnung, ich probiere es aus. So. Habe ich das richtig?
glaube falsch gerade. Zeig nochmal. Hoch. Also. So. 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 Ah ja, genau. Also nochmal. Also. Hoch, 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 hoch. Hoch. Das geht ja gar nicht. Scheiße. Nochmal. Zurück. Das geht gar nicht. Also, es ist garantiert eins von diesen Büchern. Aber das geht gar nicht. Ah doch, es sei denn, wir machen das von der anderen Seite, von unten. So vielleicht. Nee. Ah, Mann. Kommt nochmal. Das muss doch hier eins von diesen... Hoch. Hoch. Dahin. Dahin. Ah doch, das könnte doch gehen. Wartet, ich habe mich vertippt gehabt. So. 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 Echt jetzt? Geil. Richtig geil. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das wirklich das Buch ist. Weil es halt auch ein bisschen anders geschrieben ist. Aber ey, Leute, scheißegal, wir sind drin. Leute, das ist scheißegal. Wir sind drin. Und um das geht's. Dafür trinke ich jetzt erstmal einen kleinen Schnaps. Da. So. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir was. Okay, dann war jetzt gerade ein bisschen billig gewesen. Scheißegal, wir sind drin. Genau. Das Secret Store. Zeig mal her. Kann ich das... Nee, kann ich nicht. Aber wir haben sein Armband gefunden. Yes! Sehr schön. Okay, finde Silas sein Energiearmband. Victims of our own success. We found the mirror in the universe, but like cowards, we hide in the shadows from our reflection. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben. Oh, oh. Ey, guck doch mal, was der hier für ein Bett. Ey, was der. Wie. Der hat's ja richtig bequem hier drinne. Der hat's richtig geil. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht ja geil aus. Okay. Mal dem seine Privatsachen hier durchstöbern. Da haben wir noch einen Brief, den könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, wenn ihr Bock habt. Silas. Okay, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Kompass oder sowas in der Art. Und Bücher, ganz viele Bücher. Guck mal in der Schubladen hier. Das ist nichts, das ist auch nichts und das ist auch nichts. Okay, dann können wir langsam fortfahren. Gut. Also, dann haben wir jetzt den sein Armband und das heißt, wir können jetzt in die eine Tür dort rein. Sind wir gekommen, ne? Genau, aber jetzt können wir eigentlich... Boah, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Hier sind so viele Räume. Na, da geht's auf jeden Fall nicht rein. Oh, hier... Oh, da liegt jemand. Scheiße, das ist einer von denen. Da kommen wir aber nicht rein. Sind wir nicht von hier gekommen? Ah, wir waren auf der anderen Seite, glaube ich, oder? Ah ja, genau, wir sind von dort gekommen. Genau, hier ist Aiden von der Decke gefallen. Da ging es zur Brücke. Aber irgendwo war noch ein Raum. Ah, da geht es zu Milas Office. Hier waren wir auch schon drin. Oh ne, ich glaube, das war's. Da kommen wir auch nicht rein. Okay, nee, wir müssen die Treppe hoch auf jeden Fall, glaube ich. Hier kommen wir auch nicht rein, gell? Nee. Schade. Scheiße, wir müssen da irgendwie reinkommen, weil da drinnen liegt einer. Vielleicht lebt der auch noch, deswegen. Oh, was haben wir hier? Ah, eine Unterhaltung wieder nur. Okay. Das heißt, wir... Was haben wir hier? Ah, das war Silas Raum. Gut, gehen wir mal die Treppe hoch. So. Mila, please wait a moment. Get out of my way.
I just wanted to talk. You made your choice, Silas. Man up to it. Hier waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Scheiße. War die Tür vorher verschlossen? Ah, die war vorher verschlossen gewesen. Dann können wir jetzt aber da reingehen dafür. Aber wir haben ja ganz am Anfang auf jeden Fall noch einen Rennen sehen. Ich hoffe, dass der noch, also dass zumindest einer noch lebt. Was haben wir hier? Das ist wieder die Brücke. Hä? Hä? Wo sind wir denn hier rausgekommen jetzt? Ich habe gerade ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, meine Freunde. Oh, wartet mal. Waren wir hier schon? Nee, hier waren wir noch nicht. Cool. Ein Labor ist das hier. Okay. Observing their violent nature, some might think they are driven by a ruthless intensity, but I see their ambitions are too easily satisfied. The universe calls to them, as it does to us, to ascend to the heavens for the limitless richness that awaits among the stars. Instead, they have descended into destruction over petty matters of power and pleasure. We are witnessing the swan song of their civilization as it turns to ash. We do best to avoid them, lest they take us with them. Okay, Leute, wir haben es reingeschafft in den Raum, wo es explodiert ist, und da hinten liegt auch einer. Wenn ihr aber wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr zum nächsten Part abwarten, also bis zum nächsten Part abwarten. Und ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Haut mir doch den Daumen nach oben, wenn ich weiß, dann weiß ich, dass es euch gefällt. Und dann werde ich auf jeden Fall noch weitermachen. Also ich werde wahrscheinlich sowieso weitermachen, weil mir gefällt es gerade momentan. Aber wie gesagt, ich würde mich über ein positives Feedback von euch freuen. Und wie gesagt, Leute, ich freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und ansonsten würde ich sagen, hey, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Haltet die Ohren steif. Euer Nia. Ciao.